Schön. Ein radioaktiver Sturm in der radioaktiven Zone. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4 Vault-Tec. Wir sind dabei zu basteln. In unserem Bunker. Ich brauche Stahl. Es ist ausgegangen. Wir gehen jetzt mal Waffen verschrotten, weil die bringen ja immer so viele Items. Das ist die einzige Tür, die noch nicht schön ist. Die einzige nicht schöne Tür. Oh, das muss ich auch mal ändern hier. Vielleicht jetzt. Aber was könnte ich denn da dran tun? Ich würde hier gerne den Rundgang machen, aber dann rennen die Siedler immer da drauf. Was könnte hier hin? So Propagandaplakate, ja, von mir selbst. Ja, hallo? Oh, hallo. Oh, dein Röckchen hast du gerade hochgehoben. Hm, hallo, Schwester Valea. Du läufst mir nach. Schnell müssen weg, die anderen kommen. Seien Sie gegrüßt. Nee, ich will jetzt nicht trinken. Achso, verschrotten. Immer noch durcheinander. Dein Anzug steht immer noch im Raum. Ich bin zu faul, den wegzuräumen. Aber so bin ich ja. So, hier ist immer noch... Ich muss noch diese ganzen Items und so hier hinzufügen. So, wir brauchen Waffen. Ich muss noch Munition kaufen. Das können wir gleich zusammentun. Assault Rifle, 10mm Pistole. Nee, die müssen wir behalten. Baseball Bat, Bärenfalle. Die habe ich auch noch nie aufgebaut. Chinese Officer Sword. Nee, wir brauchen Combat Rifle, Fatmans, Flammenwerfer, Gatling Laser. Oh, Gauss-Gewehr. Nee, eigentlich. Gauss-Gewehr eigentlich behalten. Gatling Laser auch selten. Sehr selten, Gatling Laser. Impro. Die bringen auch immer viel. Institutgewehre sowieso. Blasphemie. Jagdgewehre. Kampflinten, Kampfgewehr, Kampfmesser, ne? Lasergewehre 7 Stück. Laserpistolen 6 Stück. Lorenzos Artefakt muss auch an die Wand. Vergesst ihr. Miniguns 6 Stück. Alter Schwede. Das ist kein Müll, das sind tolle Sachen. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Ich kenne euch. Ihr seid alle gleich. Alle gleich. Oje, 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 oje. 6 Miniguns und Assault Rifle. So. Oh, ja. Ich brauche es, aber ich verwerte es ja. Guck mal hier. Oh. Obwohl, so viel ist es auch nicht gewesen. Da, guck mal, 56. Alter. Ich will direkt weiterbauen. Aber ich hätte schon gerne Landurlaub. So ist nicht. Landurlaub. Landurlaub. Ne. Ich glaube, das machen wir auch. Ich brauche ein bisschen Pause. Ich will nochmal ins, ins leuchtende Meer. Das machen wir jetzt auch. Dann ist mein Geist auch wieder frei und hat Zeit für die Wäscherei. Und den Lagerraum. Ah. Gut. Okay. So, ist auch alles weg? Bin ich nicht überladen oder so? Ja, alles klar. So, wie viel haben wir denn jetzt theoretisch zum Bauen? Öl, Holz, Beton haben wir irgendwo, Stahl. Gummi haben wir 139 und Stahl 289. Ist trotzdem nicht so viel. So blau? Wäre ein gelber Anzug wirklich so schlimm? Friseur Malik, was machst du hier oben eigentlich? Darfst du überhaupt hingehen? Achso, der geht da dran. Ah, du bist wohl unser Aufseher? Ja, Junge, du musst arbeiten gehen. Was ist los mit dir? Komm, du gehst jetzt mal an deinen neuen Arbeitsplatz. Achso, der ist sowieso am Scavenging, ne? Am Scavenging. So, wie weit hoch müssen wir denn? Ach nee, ach scheiße, das ist mir zu weit. Scheiß drauf. Brauchst du einen Drink? Lass mich in Ruhe. Oh, es sind zu viele Menschen. Sind ja auch alle am Arbeiten. Nee, die laufen immer rum und stehen doof rum. Das ist ein bisschen doof. Nee, ist ein bisschen doof, wenn das doof ist. Müssen wir mal gucken. Hi, wie geht es dir? Ja. Es gibt nicht mehr viel Ärzte. Du solltest mich. Es wäre schon schön, wenn die so einen Tagesablauf hätten. Na, guck mal hier wenigstens. Hat der was in der Hand? Guck mal, der trinkt einen Kaffee durch die Maske, aber trotzdem cool. Ich habe das noch nie gewonnen. Es geht auch nicht. Da ist einer dran. Ja. Und steht immer noch da seit schon mehreren Folgen. Wie viele Vaults es wohl gibt? Sicherheit Malte. Ja. Dr. Niklas. Was gibt? Pharma Janis. Naja, müssen wir mal gucken. So, wir gehen jetzt mal los. Und zwar, wo wollen wir denn hingehen? Wir gehen ins leuchtende Meer. Dahin. O'Neill Family Fabrication. Wir gehen da von Wächterplatz hin. Das war das Fatman-Lager, was wir für die Bruderschaft erkundet haben. Ich denke mal auch, da führt einen jede Fraktion hin. Es ist schon wirklich, es juckt mir wirklich in den Fingern, neu anzufangen, sobald ich alle DLCs durch habe.
Aber die Frage ist, ob ich das mit euch mache. Fallout ist halt so ein Megaprojekt und ich möchte das, wenn ich anfange, auch beenden. Das würde dann damit beendet werden, dass ich Minimum die Hauptstory durchspiele. Da müssen wir hin. Aber es schwebt alles noch in der Ferne. Es schwebt in der Ferne. Ferdet Branka. Mein Gott, immer diese Werbung. Guck mal, das ist ein Bunker. Oder? Nee. Skylines. Achso. Skylines Notruf. Muss mal die Radiosignale anhaben, ey, regelmäßig. Aber den haben wir schon mal angehabt. Oh, scheiße. Scheiße, Albino-Skorpion. Gar nicht gut, Kate. Hast du sie gefunden? Nee, auch noch nicht. Oh Gott. Radskorpione. Boah. Ich hasse Skorpione. Aber den haben wir schon gefunden, den Skylines-Flug. Mann, es ist ekelig hier. Guck mal, es ist... Nee, es ist eine verschüttete Fabrik. Gibt es hier auch einen normalen Eingang oder nur das Loch? Das Loch. Ja. Geh mal rein, Kate. Schauen wir mal nach. Ich kann auch hier ist auch sonst niemand, außer die... Es ist keine eigene Instanz auf jeden Fall, also kann das nicht so groß sein. Ich sage, wir finden jetzt noch einen Eingang. Ich glaube, wir müssen hier Fallen und so finden. Ist auf jeden Fall nichts, hier ist nichts. Pilze. Ich will mal Red Axe nehmen. Oh, Red Axe. Oh, Red Axe. Oh, Red Axe. Na toll, legendärer, verbrannter, wilder Ghoul. Aber kein Problem, er hat seine Beinchen verloren. Kate macht ihn... Ah, sehr gut, Kate. Ein Baseballschläger, toll. Screwdriver. So, dann sind hier noch mehr Ghoule. Abspeichern. Ich sterbe nämlich schnell bei Ghoul momentan. Ich hätte gerne eine andere Waffe ohne explosive Geschosse. Oh, ich dachte, da liegt ein Magazin. War nur ein Loch im Boden. Im Tisch. Terminal. Was haben wir denn hier? Zugangstür zum Dach öffnen. Okay. Was war das andere? Rechnungen. William Thomas. Kunde, William Thomas. Problem. Mr. Handy verliert etwa 4-mal am Tag scheinbar willkürlich seine Bewegungsfähigkeit. Und fällt auf den Boden. Nach der Ursache des Problems gefragt, berichtigte Will, dass er gesehen hätte, wie die Nachbarjungen den Roboter mit Baseballs beworfen hätten. Bei der Inspektion konnte jedoch kein physischer Schaden festgestellt werden. Aber seit 16 Stunden Reparaturbericht, obwohl kein physischer Schaden festgestellt werden konnte, wurde im Inneren des Roboters einige lose Schrauben gefunden. Nach eingehender Untersuchung ist es wahrscheinlich, dass der Schalter zur Deaktivierung des Antriebs durch ein oder mehrere dieser losen Schrauben betätigt worden war, wodurch der Mr. Handy zu Boden fiel. Lose Schrauben, na toll. Bin ich hier in der Mr. Handy Fabrik oder ist das einfach nur Mr. Handy Reparaturservice? Aber hier sind keine Mr. Handys. Hier ist gar nichts. Noch nicht mal eine volle Munitionskiste. So, dann gehen wir mal hoch. Das Ventilator dreht sich sogar noch. Der drehende Ventilator. Mysteriöse Umstände. Sollen wir jetzt hier hoch irgendwo gehen? Ne, wir müssen hier raus. Dann gehen wir zur oberen Tür. Und schauen hier mal nach. Was ist das denn? Ah, toll. Oh, ich habe die zum Explodieren gebracht, weil ich drauf geschossen habe. Kate, Kate, Kate. Oh, scheiße. Ich muss hier raus, Kate. Oh, sehr gut, Kate. Noch einer. Lass ihn weg, Kate. Los. Ist dein Job, Kate. Kate? Komm schon, Kate. Mach mal was. Ah, geht doch. Tot. Mein kleiner Zuckerkrustenkeks. Oh, ich muss den Ehering wieder anziehen, sonst sieht sie das noch. Warum hast du den Ehering ausgezogen? Oh, ich hab ihn... Hab ich noch. Oh, ich hab ihn weggetan. Scheiße. Lalala, hat keiner gesehen. Nü, 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 nü. Jetzt
bringt sie mich im Schlaf um. Man weiß ja nicht, wie so Kate sein könnte. Stimmt. Da war ja noch einer. Okay, was haben wir denn hier? Eine Kiste. Kronkorken und Metallrüstung. Toll! Toll, wirklich. Das hat's aber auch jetzt gebracht. Es sind ein paar gestorben. Schön. Schön. Toll. Knochen. Schön. Ein radioaktiver Sturm in der radioaktiven Zone. So, dann zum nächsten Punkt. Dahin. Dann haben wir alles. Oh je. Verfallene Fabrik. Oh, gehen wir von da aus dahin. Genau. Da müsste auch irgendwo doch noch Dingens sein. Wie ist nochmal der Professor, den wir umgepolt haben? Vom Supermutanten gerettet. Gerade nochmal Kohle eingegossen. Einen Moment. So. Da müssen wir lang. Da. Die habe ich alle umgebracht. Die. Oh ne, was ist das denn hier? Ach, hier war ich schon. Ach, das ist die. Das Reaktor. Dann ist hier noch mehr vom Reaktor. Da oben. Deswegen ist ja auch hier die Atombombe explodiert. Strategisch wichtige Ziele. Das habe ich aber schon mal erwähnt. Kate, kannst du die bitte töten? Sehr gut. Sehr gut, Kate. Wir gehen hier weg. Ich sammle die nicht auf. Bringt sowieso nur Müll. Ah, da oben. Ich muss nochmal Red-X nehmen. Und... Ah, Stimpex. Ich kann davon nicht genug... ich verspreche mich schon wieder. Genug bekommen. Es ist spät halt, ne? Ich mache alle Folgen nacheinander und ich bin echt schon totgesabbelt. Verfallenes Reaktor... Hört ihr das? War das Kate? Hallo? Ist vielleicht hier der Reaktor explodiert und nicht irgendwas anderes? Kernschmelze festgestellt. Boah, Alter. Nein, Todeskralle. Da kommt sie. Kate? Da kommt eine Todeskralle, Kate. Über uns. Mythische Todeskralle. Wo will die hin? Nicht so schnell, bitte. Langsamer, langsamer, langsamer. Okay, bitte mach sie tot. Boah. Otze. Das Chlorhahn. Todeskrallen, Tafelmesser. Und ein Tafelmesserchen. So, jetzt wieder ab in den Bunker. Ich will wissen, was hier los war. Die kommen immer hier, die Todeskrallen. Aber so richtig viele Todeskrallen habe ich nie gesehen. Und getötet wurde ich von der Todeskralle, glaube ich, auch nie. Oh, Kate, das warst du, ne? Erschreckt mich doch nicht so. Da unten war, glaube ich, ein Skorpion. Ja. Kernschmelze. Was habe ich getan? Ich habe auf jeden Fall irgendwas aktiviert. Und jetzt? Da ist ein Raum. Da ist ein Raum. Da kommen wir aber nicht hin. Komm, wir gehen jetzt mal hier oben gucken. Das waren die Reaktor-Dingens. Kinder des Atoms. Achso, das war eine Quest von denen. Haben die sich hier zum Sterben hingelegt in den Reaktor, um eins zu werden. Electrical Hazard. Tja, irgendwas muss das gewesen sein. Oh oh. Ah, ich dachte schon. Ja, keine Ahnung. Ein Hebel halt.
Da muss es doch irgendwo noch mehr geben als so einen kleinen Bunker als Kontrollraum. Ich glaube, ich finde es aber einfach nicht. Denn... Das muss irgendwo herkommen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn es hier irgendwo einen Eingang gibt, Leute, bitte sagt mir Bescheid. Wo? Ich bin zu doof. Ach, da kommt das raus. Oh nee, da kommt man da nicht rein. Doof. Was haben wir denn noch so zum Erkunden gerade? Wo könnten wir hingehen? Ich habe noch nicht so viel gesammelt. Ist noch zu früh zurückzugehen. Also wir haben hier noch Hotel Harbormaster. Harbormaster. Dann haben wir hier noch Parkview Apartments. Ich glaube aber, in Fahrhaber hatten wir alles erkundet. Ich glaube, da gab es nichts mehr. Könnten wir nochmal gucken, aber ich glaube, da war alles leer. Ich kann ja später nochmal gucken. Ja, wir gehen zu Parkview Apartments. Oder machen wir das zum Schluss? Nee, da gehen wir jetzt hin. Fan Street, so und so. Schnell reisen. Ja, na gut. Wie auch immer, Leute. Am besten beenden wir jetzt in der Ladezeit. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Fallout 4 Vault-Tec. Also bis dahin, haut rein und nach diesem Parkview Apartments auf jeden Fall bauen wir wieder was. Versprochen. Also bis dahin, haut rein, Leute.